Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Pacific Rim Review hier auf Starblight.de aus der Neckar-Toyline zum Film. Und ich habe heute für euch Romeo Blue, einen ja, der ersten Jäger sozusagen, die Menschheit erschaffen hat, um den Kaijus mal so ein bisschen auf die Kauleiste zu knüppeln. Und Romeo Blue hat man im Film nur ganz kurz gesehen in einer ja, Rückblende, die halt so ein bisschen den Status quo des Films erklärt. Und ja, Neckar ist halt Neckar, die knallen zu jedem Jäger, der auch nur irgendwie ansatzweise vorgekommen ist, eine Figur raus. Und ich muss dazu sagen, ich finde das gut. Denn ich freue mich über neue Jäger, die meinen vorhandenen Kaijus so ein bisschen, wie eben eingangs erwähnt, auf die Kauleiste knüppeln. Und zudem habe ich die Figur auf der German Comic Con in Dortmund erworben für sagenhafte 10 Euro. Das finde ich absolut wow. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist eine relativ aktuelle Figur, also relativ neu auch. Die kam vor ein paar, vor 2-3 Monaten ungefähr. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls ist die wirklich noch relativ aktuell und hat 10 Euro gekostet. Also da habe ich dann direkt Crimson, nenne ich Crimson Typhoon. Ich verwechsel den immer wieder, heißt Dynamo. Crimson Dynamo? Nee. Irgendwie sowas halt. Und halt eben Romeo Blue mitgenommen für jeweils 10 Euro. Konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Hier auf der Rückseite haben wir halt auch nochmal ein kleines Bildchen von ihm. Hier steht nochmal Mark One Jäger. Hier auf der Rückseite sehen wir noch ein paar andere Figuren. Zum Beispiel Tacit Ronin, den ich hier auch schon habe. Hong Kong Brawl, Gypsy Danger, Romeo Blue. Ich verlinke euch hier oben in der Infobox die Playlist zu den Pacific Rim Reviews. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ja, ist halt hier Neckar Logo, Warner Bros. Logo, Legendary Logo. Fiese Verpackung und die kommt deswegen jetzt auch weg, denn wir wollen uns auf die Figur konzentrieren und die ist ziemlich gut geworden. Man hat anhand dessen, was ich halt eben jetzt aus diesen paar Sekunden, die man im Film von ihm gesehen hat, beurteilen kann, relativ gut getroffen. Für ihn ist ja so wirklich das Wahrzeichen hier dieser diese Finne, die halt hier so ein bisschen ja, den Blickwinkel einschränkt, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich, wenn ich da irgendwie den ganzen Tag auf so eine Latte gucken würde, käme ich mir etwas komisch vor. Aber gut, das ist halt Geschmackssache. Was ich gerade feststelle, hier auf dem Arm steht 3H, was das bedeuten soll, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich finde faszinierend, dass hier das Ding geschlossen ist und auf der anderen Seite es ist geöffnet. Man kann es aber nicht schließen, also es ist halt irgendwie ja, so vorgegeben. Was das für eine Funktion hat, das weiß ich nicht. Er hat jetzt auch offensichtlich keine Bewaffnung. Die Figur kommt noch mit keinem Zubehör, was ich ein bisschen schade finde, weil ich doch mittlerweile ein bisschen Zubehör verwöhnt bin. Ah, warte mal. Ich glaube, da hat er so eine kleine Knüppel-Action. Ah ja, schaut mal. Man kann hier den Arm rausholen. Ob das jetzt einen tieferen Sinn hat, weiß ich jetzt nicht genau. Ist mir aber jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass man halt hier das Ding rausziehen kann. Wirkt relativ dünn. Also wäre für mich jetzt so ein Faktor, wo ich sage, könnte vielleicht mit als erstes kaputt gehen. Sonst macht die Figur aber einen relativ stabilen Eindruck. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die aktuell besten Figuren aus dem Hause Neckar mit die Predators sind, aber allen voran mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, die Heroes of the Storm Figuren, die habe ich ja auch schon rezensiert, die könnt ihr euch auch gerne hier in der Video-Info oder in der Infobox hier oben mal reinklicken. Da finde ich die Gelenke wirklich sehr gut, die Bemalung ist perfekt und allgemein die Verarbeitung ist absolut großartig. Kann ich jetzt bei Romeo Blue nicht so hundertprozentig behaupten, das wackelt mir alles ein bisschen zu viel, ist mir alles ein bisschen zu locker, finde ich sehr schade, macht nicht den 100% stabilsten Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem hier die Hand, das wackelt hier so ein bisschen lose vor sich hin, finde ich jetzt nicht so gelungen, ich muss mal gerade hier ein bisschen Licht nachjustieren, so. Also in allem aber schon eine ziemlich schicke Figur, also im Regal macht die sich definitiv gut. Wir haben hier echt viele schöne Details, hier haben wir ein bisschen Bemalung, hier haben wir Bemalung, wir haben hier das Cockpit, wir haben hier die Hände, die in so einem leichten, Warhammer-Zeiten hätte ich halt noch Boltgun-Metal gesagt. Hier die Füße sind im selben Metallton. Hier haben wir ein bisschen Bemalung, hier ein paar Details. Also die Detaillierung ist schon definitiv in Ordnung, soweit ich das beurteilen kann. Hier auf der Rückseite auch nochmal ein bisschen was zum Gucken. Hier die Turbinen sind fest. Soweit absolut in Ordnung.
Romeo Blue wirkt halt so ein bisschen schlaksig. Halt eben durch die Bauart. Er hat halt wirklich relativ dünne Arme, relativ dünne Beine und halt eben hier diese Latte vorm Kopf. Das ist, glaube ich, ein guter Euphemismus, Latte vorm Kopf. Wirkt auf mich jedenfalls relativ gut. Beweglichkeit. Wir haben ein Kugelgelenk im Kopf. Ermöglicht einen relativ guten Spielraum. So. Hier das Ding ist fest, da kann man nichts dran machen. Hier die Arme haben eine recht gute Beweglichkeit, also man kann die wirklich relativ weit rausklappen. Ich finde die Positionierung der Arme auch relativ interessant gelöst. So. Dann haben wir natürlich hier Ellenbogengelenke, die bei mir auch relativ fest sind. Also ich musste hier ein bisschen bewegen, bis die sich hier ein bisschen warm gelaufen haben. Dann hier auch nochmal ein Gelenk. Also warum der jetzt hier so eine Art, ja, weitläufiges Gelenk hat, verstehe ich nicht so ganz. Habe ich im Film auch so nicht feststellen können. Aber ist jetzt nicht tragisch. Dann halt, wie gesagt, hier diese Funktion, um das Ding rauszunehmen. Hand auf Kugelgelenk und halt hier die Finger können nochmal zusätzlich bewegt werden. Sieht auch sehr cool aus, denn das ist ja wie so eine Art Halbkreis, der hier um dieses Teil geht und dadurch bewegt wird. Auf dem anderen Arm haben wir halt eben auch das gleiche, nur halt, dass wir hier eben nicht den Arm rausziehen können, dass das hier geschlossen ist an dem Arm. Gehen wir weiter zur weiteren Beweglichkeit. Da haben wir hier ein Kugelgelenk im Torso. Wir können den Torso hier theoretisch an zwei Punkten bewegen. Ist ein bisschen hackelig, also da muss man ein bisschen rumspielen, um das alles hier gescheit hinzukriegen. Ich glaube, am ehesten passt es, wenn man seitlich treten, dann kann man den Oberkörper noch ein bisschen links und rechts bewegen. Dann haben wir hier auch noch Kugelgelenke in den Hüften. Hier ein Rotationspunkt. Kniegelenke doppelt. Aber halt, wie eingangs schon erwähnt, relativ locker. Und dann haben wir natürlich noch Fußgelenke. Die sitzen auf, na, ich möchte meinen Kugeln, die aber relativ eingeschränkt sind. Finde ich ein bisschen schade. Ja, doch, man kann schon sagen, Kugeln. Also man kann hier die Füße so ein bisschen bewegen, aber jetzt halt nicht so mega weit. Größentechnisch passt er relativ gut. Ich habe hier, wo habe ich denn da? Gypsy Danger, Hongkong Brawl, den man auf der Rückseite gesehen hat. Könnt ihr auch gerne mal die Review zu angucken. Verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Ich denke, es passt ganz gut. Romeo Blue gehört ja zu der ersten Reihe von Jägern, wobei. Ja, eigentlich auch, glaube ich, ne? Gypsy Danger, meine ich. Oder vertue ich mich da gerade? Macht ja auch nichts. Jedenfalls ist Romeo Blue ein kleines Köpfchen kleiner als Gypsy Danger und hat einen relativ eigensinnigen Stil. Also das finde ich halt immer ganz gut bei den Jägern und bei den Kaijus, dass sie halt eben sehr eigen wirken. Dass das nicht aussieht wie Gypsy Danger in Grün oder Cherno Alpha in Fussig kariert, sowas halt. Also da hat man schon drauf geachtet bei den Designarbeiten zum Film, dass halt hier jeder Jäger einen eigenen Stil hat. Finde ich sehr gut gemacht, gefällt mir. Ich gucke gerade mal noch, aus welchem Land Romeo Blue ist. Das habe ich nämlich, glaube ich, gerade übersehen. Ich weiß es jetzt allerdings auch nicht. Nee, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich vermute mal Amerika, sage ich jetzt einfach mal. Jedenfalls eine recht coole Figur, für einen Zehner auf jeden Fall erschwinglich und definitiv auch lohnenswert. Wenn ihr die Figur kaufen wollt, könnt ihr auch gerne mal in unserem Partnershop Actionfiguren24 gucken. Den verlinke ich euch hier unten in der Videoinfo. Und in der Videoinfo findet ihr auch noch viele weitere interessante Links zu unserem Forum, zu unserer Facebook-Seite, zu unserem Instagram-Account und. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ja, sonst schaut doch mal beim nächsten Video wieder rein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, sonst lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, sonst sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis Das dann. war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist da etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. starblight.de, von Nerds für Nerds.